Entschuldigung, die Störung. Grüß Ihnen Gott. Ich glaube, Sie haben Ihre Badeschlappen vergessen. Ja, danke. Ich bin übrigens der Toni, der Animateur. Gell? Falls Sie sich mal nach Abwechslung gelüstet hätten. Ja. Also, schöner Urlaub, gell? Habe die Ehre. Servus. So ein bisschen Abwechslung, das kann ja nie schaden. Was meinst du, Spatzel? Oder? Wenn dich hier einer animiert, dann bin ich das. Nein! Ja, was ist denn? Nicht die beiden. Ich bin Van Haar. Ja, was willst denn? Komm in die Lobby. Ja, ich komm. Was ist das denn? Toni, ich bin es. Ich rede mit dir. Komm zu mir. Komm her. Komm. Der Sapralot. Verschaff mir eine ungeborene Seele. Was? Verschaff mir eine ungeborene Seele. Bring mir eine schwangere Frau. Ja, Meister. Aber warum? Damit ich sie der Hölle opfern kann. Als Preis dafür, dass ich zurück in die Welt der Sterblichen darf. Um die Menschheit zu unterjochen, sie zu versklaven und ewiglich zu beherrschen. Oh Meister, ja, das ist hier ein Ferienhotel. Wo sind denn hier Schwangere? Jetzt bist du mein erster Diener. Okay, Meister. Ich werde mir was einfallen lassen. Dank meiner Macht, Toni, sprichst du jetzt Hochdeutsch. Ja klar, wie soll das funktionieren? Bastarde! Mal sehen, wie euch ein Zehner Eisen schwert. Mach euch fertig. Das war wirklich ein ganz wundervoller Abend. Sie haben mich gerettet. Ach, ja. Gute Nacht. Gute Nacht. Also, ich dachte dir. Entschuldigung, ich hier. Ich würde mich wahnsinnig freuen, Sie morgen früh beim Tennis zu sehen. Ja, warum nicht? Gute Nacht. Schön. Schluss. Aus. Ich kann nicht mehr. Bäckchen. Toni, ich glaube, ich lege immer noch nicht den richtigen Schwung in die Vorhand. Ja, dann zeige ich es Ihnen besser nochmal. Sie nennt mich Mr. Bombastisch. Ich bin fantastisch. Tätschelt mich am Kopf und nennt mich Mr. Roe. Roe. Mantisch, du bist fantastisch. Immer an die drei goldenen Regeln denken. Ja. Erstens, die Griffhaltung. Zweitens, Blick immer in Richtung Bälle. Und drittens, Becken. Genau. Morgen. Ach, hallo. Hast du dir schon einen Personal Trainer zugelegt? Ja, ist ja auch zusehen, dass ich auf meine Kosten komme. Wenn du in unseren Flitterwochen immer weg bist, ne? Und singen kann der. Ja, kann ich mir vorstellen. Du hast mir am Strand suchen geholfen. Und dann hast du mir den Kopf verdreht. Ein Amulett verloren. Mich gefunden. Das ist ein alter mallorquinischer Liebesschmuck.
Das ist sehr, sehr schön, Michael. Und es hat auch fast die Form des ursprünglichen Amuletts. Das ist... grottenhässlich. Ja. Los, Toni. Ja, Meister. Beeil dich. Sollen wir vielleicht einfach mit der Nachspeise anfangen? Ja. Toni. Los, Pastas. Shit! Sander? Ja, ich geb's zu, ich wollte sie erschrecken. Der Schreck ist ihnen aber geglückt. Oh, Herr Hagen. Der eigentliche Schreck, der kommt nämlich erst jetzt. Sie sind gefeuert. Was? So enttäuscht ist Brinkmann. Und was wird ihre Frau erst sagen, wenn sie erfährt, dass die Flitterwochen gar keine waren? Alles eine große Lüge. Das wagen Sie nicht. Hi. Hi. Ha. Ha. Raus! Raus! Tauchgang? Seeigelattacke? Ja, dieses Rumgedrückse, ich hätte es wissen müssen. Bitte, Rebecca, da bitte. Das war ganz anders. Und dann schleppst du dieses Stück in meine Hochzeitsmiete. Pfui, Michael, schäm dich. Da war nichts. Hör mal, Rebecca, die Sander, die ist eine Kollegin. Also Brinkmann hat die geschickt, wahrscheinlich um zu sehen, wie die Arbeit hier im Hotel... Du arbeitest hier. Die ganze Zeit. Arbeitest du hier? Das gibt's... Also streng genommen arbeite ich eigentlich nicht mehr hier. Sie hat mich gerade gefeuert, also Brinkmann hat... Hör mal, ich dachte, ich ziehe den Auftrag einfach durch und dann haben wir Spaß. Ich hatte keine Wahl. Ich wäre sonst gefeuert. Naja, gut, eigentlich bin ich das ja nicht. Herrgott nochmal, woher hätte ich denn wissen sollen, dass hier Geister auftauchen? Geister? Ja. Gepeinigte Seele? So, Geister? Vorher hätte ich denn wissen sollen, dass hier Geister auftauchen. Was? Meister! Was ist? Hast du die Schwangere? Hola. Nein, Meister, ich... Ich schaff's nicht! Was? Heute Mittag brauche ich die ungeborene Seele, sonst werde ich ewiglich in der Hölle schmoren. Tu, was ich dir befohlen habe. Bring mir eine Schwangere, heute noch. Psst. Komm, Meister. Gib mir ein bisschen mehr von deiner Macht ab, ja? Hm. Oh, Meister, eure Macht durchströmt mich. Ich spüre eure Macht. Ja, wie ihr neue Frontscheinwerfer, das war's. Vergiss es, ich glaub dir kein... Toni? Alles okay? Thank you.
Toni? Okay, Meister. Es kann losgehen. Opfere mir das ungeborene Leben mit dieser schwangeren Frau. Ungeboren, schwanger? Guter Witz, Meister, ja. Deswegen bin ich ja hier. Ich wollte gerade so richtig schön los. Schwein! Heute ist der Tag. Jetzt ist die Stunde. Führe endlich das Ritual aus. Genau, Meister. Heute ist der Tag. Dies ist die Stunde. Los geht's. Kannst du dich mal umdrehen? Ich kann nicht, wenn du mir zuguckst. Boah, ich kann so nicht arbeiten. Sprich mir nach, Toni. Hä? Eleopi. Flamme. Inferni. Was soll das bringen? Sacrificium. Meum abducite. Meum abducite. Mi. Michi. Hanim. Hanim. Donati. Donati. Eleopi. Flamme. Inferni. Sacrificium. Schau dir das an! Beeilung! Elevate, Flamme, Inferno! Mikael! Das ist das Prisma aus dem Leuchtturm! Es ist heruntergefallen! Entiendes? Dieser Turm, der oben das Licht hat, Ramon, muss ich immer sehen! Ich weiß, was ein Leuchtturm ist! Vorsicht, Vorsicht! Sie wird mit ihrem Kind sterben! Und die reine Seele in ihrem Leib wird mein Pfand sein! Okay, Meister, mal kurze Pause, ja? Also, falls das mit ihrem Ritual nicht funktioniert, ja? Für so ein ungeborenes Leben, dann muss man ja erstmal so richtig schön... Sie wissen schon, ja? Aber bei dem ganzen Stress hier, da bin ich irgendwie noch nie dazu gekommen. Was? Ja, das... Du nichtsnutziger Wurm, du! Das ist ein Vorhand, du Gigolo. Wir Sterblichen, ich werde euch zerschmettern! Das sind meine Flitterwochen, ja? Lass sie! Sie gehört mir! Er friert die Hölle zu. Ich komme in eure Welt und sie wird mein sein! Bärchen. Ihr kämpft doch schon seit... Was geht denn hier ab, ey, brutal, ey? Boah, ich hab ein saumäßiges Schädelweh, ey. Das ist so bam, ey, weißt du? Und ich so, ey, komplett in Flammen, ja, voller Brennen, ey, weißt du? Aber der Toni, ich spring halt vom Felsen, ja, so ein Kopfsprung. Halt es doch mit.